Was geht ab, Pichachos? Es ist gleich soweit, es geht auf nach Hannover und danach nachher nach München zum letzten Spieltag der Bundesliga und damit auch verbunden zum letzten Vlog der Bundesliga in dieser Saison. Dazu gibt es noch einen München-Vlog, es gibt noch einen Vlog zum Sonntagsspiel gegen Bielefeld, woran und ich uns ja ebenfalls befinden werden mit Nico. Grüße an dieser Stelle schon mal an dich. Das wird der Auftakt von allen drei Videos, das heißt, das hier werdet ihr ein paar Mal öfter sehen und deswegen will ich auch gar nicht so lange labern, damit ihr nicht irgendwie dreimal das gleiche euch irgendwie 10 Minuten angucken müsst, sondern sag einfach nur, ich habe richtig Bock und wir sehen uns gleich mit der nächsten Location, die in einer Videos unterschiedlich sein wird. Nice! Bis später. Wir sind im wunderschönen Karlsruhe. Es ist 11 Uhr morgens. Wir müssen schon wieder aus dem Zimmer raus und gleich geht's zum Bahnhof, gleich geht's in die City und dann geht's zum Nico und dann ins Wildparkstadion. Vamos los! Freunde, wir befinden uns im Wald, im absoluten Wald. Ihr erinnert euch vielleicht an den ersten Spieltag der Bundesliga, ja? Als wir gegen Darmstadt gespielt haben. Gut, gegen Kassel, das war ja noch, das war ja DFB-Pokal. Als wir gegen Darmstadt gespielt haben, ihr erinnert euch eventuell, wie es da aussah. Ungefähr genau so, ja? Total beschissen und total waldig und wir sind auf dem Weg zum Stadion. Also Darmstadt ist an sich wunderschön. Wer Nico nicht kennt, ne? Also normalerweise könnte man Nico schon kennen. Instagram könnt ihr ihm auch folgen, ne? Hier müsst ihr mal schauen, das letzte Bild oder vorne, ach, was weiß ich, wann das Video kommt. Nee, aber auch wenn Darmstadt an sich total schön ist, ist Karlsruhe bisher echt hässlich und es ist ein echt ekliger Weg zum Stadion. Aber immerhin wurden wir bisher noch nicht verprügelt, was auch daran liegen könnte, dass wir einen 2,04 Meter Menschen mit uns rumtragen. Aber die Karlsruher scheinen eigentlich auch ganz versöhnlich einen Saisonabschluss zu wollen, die Bielefelder sowieso und hier ist ein Spielplatz. Jetzt machen wir ein bisschen was mit Ron noch und dann sehen wir uns später wieder. Freunde, ihr seht schon, ich habe nicht mal ansatzweise so viel aus Bielefeld bzw. mit Bielefeld in Karlsruhe aufgenommen, wie ich bei Hannover gegen Bayern München aufgenommen habe. Aber ich denke, das Spiel und die Kulisse haben einfach auch nicht hergegeben. Es war mein erstes Mal, dass ich auswärts mit einer anderen Mannschaft unterwegs war. Wirklich bei einem, an einem Ort, wo es krass war, so in Karlsruhe. Weil es ist halt das Wildparkstadion, es hat halt einen gewissen Charme. Es ist in meinen Augen besseres Stadion als Böllenfalltor, ja. Hat aber trotzdem nur zwei Haupttribünen, ist relativ klein, relativ spartanisch. Und dazu ganz ehrlich 1000 Auswärtsfans. Das bist du selbst 96er einfach nicht gewohnt, wisst ihr. Bielefeld ist ein deutlich kleinerer Verein, aber dafür war die Stimmung recht gut, muss man ganz ehrlich sagen. Also es hat eigentlich ganz gut Spaß gemacht. Das Spiel war auch annehmlich. Klos, der bei 96 zumindest von einigen gewünscht wurde mit zwei richtig dämlichen Aktionen, aber im Endeffekt eine schöne Flanke von Keanu. Nachname schon wieder Staude. Staude, genau. Auf Nöte war es, meine ich. Und der macht das Kopfballtor. Davor ein schöner Freistoß von Salahi. Und allgemein ein gutes Spiel auf jeden Fall, das wir da gesehen haben. Stimmung von Bielefeld war auch gut, teilweise sehr, sehr schöne Lieder. Unter anderem eins, das bei 96 auch angewendet werden kann. Und zwar, wenn wir kommen, wenn wir kommen, wenn wir wieder kommen, wenn wir wieder kommen in die Bundesliga 1.
Dann holen wir die Meisterschaft und spielen um den UEFA Cup. Wenn wir kommen, werden wir wieder und die ganze Zeit so weiter. Das war schon ganz nice und auch an sich die Feier natürlich, weil Paderborn direkt abgestiegen ist, weil die auch Ostwestfalen Rivalen und so weiter und so fort. War auf jeden Fall schon ganz nice, kann ich nichts gegen sagen. Hat Spaß gemacht, ich werde Bielefeld natürlich nächste Saison auch verfolgen, ist ja automatisch so. Ich werde die zweite Liga sowieso mehr verfolgen als diese Saison. Und Karlsruhe, ja, war ordentlich, haben viele Leistungsträger jetzt abgegeben, beziehungsweise einige, wie beispielsweise Peitz. Und dementsprechend, ja, muss man mal schauen, was da so passiert. Aber ich denke, die nächsten Jahre wird Karlsruhe nicht um Aufstieg mitspielen, kann ich mir nicht vorstellen. Bielefeld aber auch nicht. Und von daher, naja, gut. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch mal gefallen, eine andere Kulisse mal zu haben, als normalerweise die von Hannover 96. War natürlich jetzt auch nichts außergewöhnlich Krasses, wo wie ich jetzt viel aufgenommen habe oder so, aber ich habe das halt mit Nico und so ganz gut verbracht. Grüße nochmal an dich, lieber Navas. Und dann, ja, freue ich mich. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schaut bei IG Vault vorbei, schaut bei Instagram vorbei, bei Twitter vorbei, bei Facebook vorbei und wir sind beim nächsten Mal wieder. Heute kommen 3 Videos und morgen kommen auch 3 Videos. Könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen, würde ich sagen. Gut, das war's, bis zum nächsten Mal, macht's gut, haut rein und ciao.